Okay, wir werden uns jetzt mit dem Thema Datenstrukturen beschäftigen. Die Vorlesung heißt Algorithmen und Datenstrukturen. Das heißt, jetzt kommen wir tatsächlich zu einem der Kernbereiche dieses Semesters. Wir haben als Datenstrukturen uns schon mal angeguckt, dass man strukturiert Daten ablegen kann. Wir haben da verschiedene Methoden kennengelernt. Zum Beispiel haben wir eine Klasse gebaut, die dann als Ort für die Datenablage benutzt wurde, indem wir dort irgendwelche Vektor- oder Zeitkoordinaten eingetragen haben. Und heute werde ich euch mal die Datenstrukturen vorstellen, die es sonst noch so gibt. Einige davon werden wir sehr, sehr häufig benutzen, zum Beispiel die ArrayList oder auch die HashMap. Diese beiden sind einfach nicht mehr wegzudenken aus dem Programmiererinnen- und Programmiereralltag, weil einfach diese so wahnsinnig wichtig sind. Wenn wir bisher große Mengen an Daten abspeichern wollten, hatten wir dafür das Array kennengelernt. Das Array konnten wir so bauen, dass wir eigentlich jeden primitiven Datentyp und auch komplexen Datentyp dort ablegen konnten, in Slots. Das Array war aber ein bisschen unkomfortabel. Wir mussten immer darauf achten, dass wir genügend Slots hatten, und wir hatten auch Probleme, wenn wir in der Mitte irgendwas ausgelöscht haben, dass dann die anderen nachgehenden rücken. Und diese Probleme haben wir bei den Datenstrukturen nicht mehr, die ich euch heute vorstellen möchte. Und ich möchte zu Beginn mal ein paar Interfaces vorstellen, denn all diese Datenstrukturen, die wir gleich kennenlernen, die sind Implementierungen von erzwungenen Methoden, die über die Interfaces erzwungen werden. Und eines der wichtigsten Interfaces ist das Iterable Interface. Ich habe hier einfach mal in Google Java Map Interface Iterable eingegeben, und dann kommen die Java Docs, die sind mit euch, denke ich mal, bekannt. Da könnt ihr immer nachlesen, wie kann ich denn eine Methode nutzen in Java, was gibt es denn da für Klassen. Und wir werden uns jetzt mal die wichtigsten Interfaces angucken, die wir mit Hilfe dann der tatsächlichen Datenstrukturen, die wir danach uns anschauen, dann auch verwenden werden. Und zwar implementiert in diesen Datenstrukturen. Das Interface Iterable wird hier auch mit so einem T angezeigt. Und das bedeutet, wir haben hier auch wieder die generischen Datentypen vor uns. Das heißt, wir können diese Interfaces, wo immer mit diesen spitzen Klammern gearbeitet wird, mit beliebigen Datentypen versorgen. Also wenn wir jetzt abspeichern wollen, zum Beispiel Amazon-Pakete, dann können wir überall dort, wo das T steht, sagen, okay, hier bitte akzeptiere jetzt Amazon-Pakete als Eingabe. So, gucken wir uns mal an, was das Iterable-Interface für eine Bedeutung hat. Also, da steht, wenn man dieses Interface implementiert, dann ist es möglich, dass man die Objekte mithilfe des ForEach-Statements abrufen kann. Ist euch vielleicht noch bekannt, wenn ich ein Array habe, dann kann ich quasi eine Indexvariable hochzählen lassen und dann den jeweiligen Item-Slot mir ausgehen lassen. Das kann ich aber auch sehr komfortabel anders schreiben, indem ich sage for Amazon-Paket P, Doppelpunkt, und dann Array mit Amazon-Paketen. Und das ist quasi die ForEach-Klausel. Dann habe ich auch eine Vorschleife, die durch alle Slots durchgeht. Ist euch das noch bekannt? Habt ihr das schon mal benutzt, diese ForEach-Klausel? Nee, okay, dann machen wir es einfach mal.
öffne nochmal ein neues Package hier auf. Ich nenne es mal For Each. Jetzt gucken wir mal nach. Java Array Iterable. Also das Array, was wir kennengelernt haben, das scheint hier keine iterierbare Version zu bieten. Man kann aber eine iterierbare Version erzeugen, wenn man eine Konvertierung macht. Also ich würde tatsächlich jetzt mal vorschlagen, dass wir das Iterable mal nach hinten legen. Das Array kann dann leider nicht dieses Interface implementieren, aber die Daten, die wir uns gleich angucken, wir werden es auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Okay, also, um es sich kurz zu merken, was ist Iterable, bedeutet, ich kann sehr einfach auf die Inhalte zugreifen. Wie man das einfach macht, werden wir uns anschauen, wenn ich euch die neuen Datenstrukturen vorstelle. Und dann kann man das sehr schön sehen. All diese Datenstrukturen implementieren das Iterable Interface, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Das bedeutet, dass all diese Datenstrukturen ein solches For Each Statement haben. Was es genau ist, werden wir uns, wie gesagt, zum Schluss nochmal anschauen. Gucken wir mal weiter, was es noch so für Interfaces gibt. Es gibt das Interface Collection. Das hat hier auch wieder diese spitzen Klammern. Da steht jetzt aber ein E drin statt ein T. Also es ist im Grunde egal, was man da für einen Buchstaben reinschreibt oder auch für einen Namen. Es muss dann aber in der Klasse halt konsistent verwendet werden. Mal gucken, was das hier ist für ein Interface. Und da steht, das ist das Wurzelinterface für die komplette Collection-Hierarchie. Eine Collection, auf Deutsch Sammlung, repräsentiert eine Gruppe von Objekten, die wird man, wenn man mit Datenstrukturen arbeitet, auch Elemente nennen. Also alle Objekte, die in einer Datenstruktur drin sind, die sind dann auch unter dem Begriff Elemente bekannt. Einige dieser Collections haben Duplikatelemente und andere erlauben das nicht. Das werden wir nachher noch sehen, wo das erlaubt ist und wo nicht. Auf jeden Fall ist das Interface Collection ein Interface, was bestimmte Methoden vorschreibt. Ich scroll mal runter, dann sehen wir mal, was das für Methoden vorschreibt. Das sind also hier so diese 12 Stück. Geschätzt 12. Wir gucken mal kurz, was diese Methoden alles so anbieten oder was sie eigentlich dann machen sollen. Wir sehen allerdings, dass dieses Interface Collection ein Kind ist von dem Interface Iterable. Also all das, was das Interface Iterable hatte, hat jetzt auch das Interface Collection. Wir werden also da die Methoden wiederfinden, die das Interface Iterable hat. Das ist nämlich hier die Methode Iterator. Das werden wir auch gleich in der Collection wiederfinden. Okay, schauen wir uns mal an, was das hier für Methoden sind. Also, das ist also ein Interface, welches erzwingt, dass eine Klasse, die das Interface Collection implementiert, eine Add-Methode anbietet, damit ich neue Objekte, wir sagen jetzt Elemente, wenn wir mit Datenstrukturen arbeiten, damit ich neue Elemente in diese Datenstruktur einfügen kann. Also alle Klassen, die das Collection-Interface haben, müssen diese Add-Methode anbieten. Dann gibt es auch eine Methode addAll. Dort wird eine andere Collection, also eine andere Datenstruktur, übergeben und damit kann ich sozusagen mehrere Datenstrukturen konvertieren, mergen zu einer großen Datenstruktur. Außerdem habe ich die Methode clear. Damit kann ich, hier steht auch drunter, was diese Methode, wenn sie implementiert ist, tun soll.
Sie soll also alle Elemente entfernen aus der Datenstruktur. Dann habe ich hier die Methode contains. Mit der kann ich nachgucken, ob ein bestimmtes Objekt in meiner Datenstruktur drin ist. Das gleiche gibt es auch nochmal für contains all. Wenn ich da eine andere Datenstruktur übergebe, dann wird geguckt, ob die andere Datenstruktur mit ihren Elementen auch komplett in meiner Datenstruktur enthalten ist. Ich habe ein equals, damit vergleiche ich Datenstrukturen. Die Methode hashCode wird verwendet, um ein, ja, das ist um eine Hausnummer zurückzugeben von dieser Datenstruktur. Die beschreibt dann so eine Art Prüfsumme, das ist für uns noch nicht so super wichtig. Was sehr wichtig ist, die Methode ist empty. Wir können also immer schauen, bei der Klasse, die das Collections Interface implementiert, ob diese überhaupt Elemente enthält. Wenn wir nämlich isEmpty aufrufen und da kommt ein False zurück, dann heißt das, sie ist nicht leer. Wenn da True zurückkommt, ist sie leer. So, dann haben wir hier den Iterator, den, wenn wir uns, wie gesagt, zum Schluss mal anschauen, wenn wir die Datenstrukturen kennengelernt haben. Aber wir wissen, der kommt aus dem Mutterinterface Iterable. So, dann haben wir hier noch weitere Methoden, um Elemente zu entfernen. Wir können uns die Größe zurückgeben lassen. Wie viele Elemente sind denn in unserer Datenstruktur drin? Und wir haben hier einen Konverter, der erzeugt aus unserer Datenstruktur ein Array. Das ist manchmal ganz nett, wenn man Kompatibilitäten herstellen möchte und irgendwas kann nur Arrays akzeptieren, weil das so alt ist, da gab es noch keine tolle Datenstrukturen. Da kann man also immer diese ToArray-Methode aufrufen und es wird automatisch ein Array erzeugt. Hierbei ist es ein Array, da sind dann Objekt-Datentypen enthalten. Und hier die untere Version, da kann ich genau sagen, in was für ein Array das konvertiert werden soll. Zum Beispiel in ein String-Array. Dann ist auch bekannt, dass in den Slots nicht nur Objekte drin sind, sondern ganz konkret auch Strings. Also das Collection-Interface schreibt Methoden vor, um Elemente einzufügen in Datenstrukturen, sie dort auffindbar zu machen und sie dort wieder zu entfernen. So, dann schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt schon Iterable, wir haben jetzt schon Collection. Jetzt kommen wir zu dem Interface List. Wir sehen, das Interface List, das erbt alle Methoden, die schon das Interface Collection und das Interface Iterable vorschreibt. Und jetzt gucken wir mal, was das für eine Funktion hat. Also das List-Interface beschreibt eine geordnete Sammlung von Elementen. Mit diesem Interface hat man eine präzise Kontrolle darüber, wo in einer Datenstruktur, was hier zum Beispiel dann eine Liste ist, unsere Elemente eingefügt werden. Wir hatten ja bei dem Collection Interface gesehen, dass es generell dem Collection Interface egal ist, ob die Elemente in einer Reihenfolge gespeichert werden oder nicht. Das List Interface ist eine Spezialform des Collection Interfaces und das sagt, okay, hier für mich ist die Reihenfolge von Elementen der Zugang. Ja, das ist in vielen Anwendungen zu berücksichtigen, dass die Reihenfolge zum Beispiel von Druckaufträgen nicht verändert wird, während man diese Elemente abspeichert. Kann man mal fragen, ich verstehe nicht, warum da jetzt steht Public Interface List und dann externes Collection und Collection auch. Also ich verstehe nicht, warum es da nicht implementiert. Ja, also das ist eine gute Frage, das habe ich noch nicht erklärt. Ich kann ein Interface formulieren,
kann ein zweites Interface formulieren. Diese können komplett getrennte Methoden vorschreiben. Aber ich kann das zweite Interface von dem ersten erben lassen. Also ich kann nicht, weil ich könnte jetzt nicht schreiben Interface und dann Extension und irgendeine abstrakte Klasse. Nee, das geht nicht. Richtig. Also Interfaces können voneinander erben, mhm. aber eine Klasse kann nicht von dem Interface erben, es kann es nur implementieren. Ah. Und damit habe ich eben diese Flexibilität, dass ich verschiedene erzwungene Methoden vorschreiben kann und dass ich auch sagen kann, okay, ich habe jetzt hier ein Interface, das ist eine Spezialform von einem generelleren Interface. Und dann kann man eben, wie das hier der Fall ist, das List-Interface erben lassen von dem Collections-Interface. Und das Collections-Interface hat geerbt von dem Iterable-Interface. Deswegen hatte das Collections-Interface alle Methoden, die auch das Iterable-Interface hat. Und wir werden hier jetzt also bei dem List-Interface wieder alle Methoden sehen, die bereits uns bekannt sind von dem Collections-Interface. So, und das List-Interface, das sagt also jetzt, okay, für mich ist super wichtig die Reihenfolge der Elemente. Gucken wir uns mal die Methoden an. Wir sehen also wieder, es gibt hier add. Und jetzt, Achtung, neu. Es gibt hier ein add. Da wird eine konkrete Position vorgegeben. Das bringt also das Interface List mit, während das erste add hier von dem Interface Collection geerbt wird. Gucken wir mal, was es sonst noch so mitbringt. Es gibt zum Beispiel die Methode get unter Angabe einer konkreten Position. Dann haben wir noch remove unter Angabe einer konkreten Position. Das sind alles jetzt neue Methoden, die das List-Interface vorschreiben würde für eine Klasse, die das implementiert. Aber es sind auch noch alte Methoden dabei, die dann von dem Collection Interface geerbt sind. Das Interessante hierbei ist, bis jetzt hat noch niemand irgendeinen Body beschrieben, irgendein Verhalten formuliert als Algorithmus. Ne? Wir sind zurzeit nur dabei zu überlegen, welche Methoden schreiben wir denn mal irgendwann einer Datenstruktur vor, wenn sie von diesen Interfaces Gebrauch macht. Also, das List-Interface sagt, Reihenfolge ist mir sehr wichtig. Damit ist eine Datenstruktur, die das List-Interface implementiert, so ähnlich nutzbar, wie wir das von den Arrays gewohnt waren. Da hatten wir auch immer eine ganz konkrete Reihenfolge, in der die Slots angeordnet waren. Und das haben wir also hier. Wenn irgendwas das List-Interface implementiert, dann werden wir das so nutzen können, wie wir das gewohnt sind vom Array. Alles, was nur das Collections-Interface implementiert, das interessiert sich nicht für die Reihenfolge, in der die Objekte abgelegt sind. Wir werden also sehen, wir werden verschiedene Datenstrukturen haben und die einen implementieren das List-Interface und die anderen nicht. So, dann gucken wir uns mal das Interface Set an. Das Interface Set erbt auch wieder alle erzwungenen Methoden aus dem Interface Collection und damit auch aus dem Interface Iterable. So, und dieses Interface sagt, dass es nur einzigartige Elemente enthält. Also Set auf Deutsch Menge. Wenn ihr euch erinnert an die Mengenlehre, in einer Menge haben wir auch keine Duplikatelemente drin. In einer Menge kommt die Zahl 3 nur einmal vor. In einer Liste kann ich aber 10-mal die Zahl 3 drin haben. Ja, also das Interface Set beschreibt im Grunde Mengen, die wir aus der Mathematik kennen. Und alle Datenstrukturen, die dieses Interface Set implementieren, werden keine Duplikate abspeichern lassen. Also wenn ich zum Beispiel eine Kopie von einem Album herstelle, was ein exaktes Duplikat ist,
sollte ich diese Kopie, wenn ich sie nicht sofort wieder vernichten möchte, nicht in einer Datenstruktur ablegen, was von dem Interface Set Gebrauch macht. Weil das sagt, alles was Duplikate sind, das schmeißen wir raus. Wir wollen nur einmalige Elemente haben in der Datenstruktur, die das Set-Interface implementiert. Schauen wir uns mal an, was das für Methoden hat. Wir sehen wieder von dem Collection-Interface die Add-Methode. Eigentlich gibt es keinerlei Unterschiede, die ich jetzt hier sehen kann. Es gibt eben nur die Eigenschaft, dass wir keine Duplikate erlauben. Damit unterscheidet man also dann die späteren Datenstrukturen, die davon implementieren. Alle, die Set statt List implementieren, werden also keine Duplikate akzeptieren. So, dann gucken wir uns noch als letztes Interface das Map-Interface an. Das Map-Interface hat plötzlich zwei generische Datentypen, K und V. Das Map-Interface hat deswegen zwei generische Datentypen K und V, weil man jetzt Elemente ablegen kann unter einem Schlüssel, damit sie wieder auffindbar sind. Warum ist das sinnvoll? Nehmen wir mal an, ich speichere Personen ab in einer Datenstruktur und ich möchte diese Personen schnell wiederfinden. Wenn ich mir nicht überlege, dass ich an die Person, die ich quasi in einen Aktenordner reintue, ein kleines Schildchen dran klebe, dieses Schildchen ist zum Beispiel mein Nachname, das ist der Schlüssel, mit dem kann ich sozusagen den Aktenstand aufschließen und komme direkt wieder zu der Person, dann ist es sehr schwierig, die Person sehr schnell zu finden. Wir werden das uns nochmal genau angucken, wenn wir uns mit der Datenstruktur beschäftigen, die das Map-Interface implementiert. Dann werde ich euch das nochmal genau erklären, warum wir plötzlich hier zwei generische Datentypen haben. Okay, also diese Interfaces, die werden uns heute an allen Ecken und Enden begegnen. Wir werden sehr, sehr häufig feststellen, oh, diese Datenstruktur implementiert diese zwei Interfaces, dann wissen wir, wie deren Nutzung gemeint ist. Einfach weil das Interface bestimmte Vorgaben macht, wie die Methoden heißen und auch wie sie anzuwenden sind, obwohl in den Interfaces ja kein Source Code drinsteht. Das ist nur rein auf der Ebene der Methoden erklärt, was soll denn später eine Datenstruktur mal können, die ein bestimmtes Interface implementiert. Okay, fangen wir mal an mit der Klasse ArrayList. Ich rufe die mal hier in den Java Docs auf. Das ist das empfohlene Vorgehen, wenn ich mich mit einer neuen Klasse beschäftige. Ich gucke mir erstmal an, was bietet die denn so? Von was erbt die denn? Und welche Interfaces implementiert die denn? Dann weiß ich schon mal, welche Methoden die haben wird. Ne? Dann habe ich schon mal eine ganz gute Vorstellung davon, was die macht. Okay, gucken wir uns das mal an. Also die Klasse ArrayList ist unsere erste Datenstruktur. Diese Datenstruktur wird in 90% aller Fälle benutzt, wenn irgendjemand mal eine große Menge an Daten abspeichern möchte. Deswegen gucken wir uns die auch zuallererst an und werden mit der auch am meisten Kontakt haben.
weil wir die dauernd brauchen. Diese wird ab jetzt unsere Arrays ersetzen. Und sie wird viel schöner sein, als ein Array jemals sein konnte. Und sehr viel komfortabler bedient werden von uns. Aber schauen wir uns das erstmal an. Also, das ist die Klasse ArrayList. Implementiert folgende Interfaces. Das Iterable-Interface. Das heißt, hier werden wir sehr schön die Objekte, die da drin sind, aufzählen können. Das wollte ich ja später noch zeigen, wie das geht. Aber auf jeden Fall hat es diese Klasse. Dann haben wir das Interface Collection. Damit ist uns sofort klar, dass die Klasse ArrayList eine Methode hat wie Add und Remove und Contains. Das wissen wir sofort, weil wir wissen, was das Interface Collection vorschreibt. Es hat außerdem das Interface List implementiert. Damit ist uns auch super klar, wir können jetzt genauso über ein Array hier Slot-Positionen verwenden. Und die Objekte, die wir da einfügen, die sind also perfekt geordnet nach der, nach der Einfügereihenfolge. Außerdem gibt es noch ein paar andere Interfaces, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Teilweise kenne ich sie nicht, teilweise weiß ich, was sie machen, aber die sind ein bisschen schwieriger zu erklären. Wir kommen da auch noch hin. Das wird dann aber erst in der allerletzten Vorlesung in diesem Semester sein. Okay, dann schauen wir uns mal an, was wir hier für eine Beschreibung haben. Also, das ist das erste Wort, das erste Bindestrichwort. Ist für uns schon das erste Mal der Moment, wo wir sagen, oh Gott sei Dank. Aber erstmal eine Frage gerne. Wenn das Interface List for Collection erbt, nicht erbt, es implementiert das Interface Collection. Aber das ist die Existenz. Nee. Also nicht ArrayList, sondern List for Interface List. Das, okay, also das, gehen wir mal zurück zum Interface List. Genau. Das erbt von Collection. Ja. Wieso implementiert man bei ArrayList dann nicht nur List, weil es ja so ist, dass schon alle Elemente von Collection erhält? Das ist tatsächlich der Fall. Also man implementiert nur List, aber es hat automatisch auch alles, was Collection hat. Ja, die ganze Liste stand, also List, ja, es wird nochmal aufgeführt, aber du siehst hier, bei der Public Class ArrayList implements List und nicht Collection. Siehst du das? Ja, also es wird tatsächlich nur das Interface List implementiert, aber vorher oben wurde schon mal aufgezählt, was da alles drin ist, damit man es auf einen Blick mal sieht, wenn man vergessen hat, was in List eigentlich geerbt wird. Okay? So, und jetzt der Segen für alle, die viele Daten abspeichern wollen, da steht Resizable Array. Das heißt, ab dem Moment, wo wir statt Array die ArrayListe verwenden, müssen wir nicht mehr uns um die Größe Sorgen machen. Wir müssen nicht mehr beim Erstellen eines Arrays angeben, wie viele Slots wir brauchen. Wir müssen auch nicht mehr, wenn die Anzahl der Slots verbraucht ist, darüber nachdenken, dass wir jetzt keinen Platz mehr haben. Und wenn wir die Elemente löschen in der ArrayList, dann wird automatisch auch der Speicherplatz verkleinert. Das heißt, ich muss nicht heute 100.000 Slots anlegen, obwohl ich erst morgen die 100.000 Slots brauche. Das, was beim Array notwendig war. Also die ArrayList ist super komfortabel im Vergleich zu einem Array. Okay, schauen wir mal weiter. Was wir da auch noch an Methoden haben.
Also wir sehen hier wieder die Add-Methode, die kommt aus dem Collection-Interface. Wir haben die Add-Methode mit einem Index, die kommt aus dem List-Interface. Und jetzt haben wir allerdings all diese Methoden, die die Interfaces vorschreiben, implementiert. Ja, also die ArrayListe ist eine Klasse, die zu jeder Methode einen Body hat und die implementiert das Verhalten, was in den Interfaces als Methoden beschrieben wurde. Und damit können wir also die Klasse ArrayList tatsächlich benutzen. Und das machen wir auch mal. Ich lege mal ein neues Package an. Ich nenne es mal einfach Listen. Und da lege ich eine neue Klasse an. Die nenne ich mal TestArrayList. Der gebe ich eine Main-Methode. So, und wir hatten kennengelernt bereits die generischen Datentypen. Das heißt, ich werde jetzt gleich auch in diese spitzen Klammern sehen. ArrayList. Liste ist gleich New ArrayList. Und diese spitzen Klammern, die fülle ich jetzt also mit dem Datentyp aus, den ich dann in dieser Datenstruktur ablegen möchte. Ja, ich nehme mal String. Und dann sage ich bei der Deklaration und bei der Definition, wenn ich den Konstruktor aufrufe, dass ich jetzt gerne Strings dort ablegen möchte. Die Alternative zum Array, die war folgendes: String Array Liste, ich schreibe mal doof, ist gleich New String. Und da musste ich hier schon angeben, ja, okay, du willst 20 Slots, dann hier kriegst du 20 Slots. Ne? Und wenn ich dann aber 21 Strings speichern will in diesem Array, dann habe ich Pech. Dann muss ich das Ganze normal machen. Und bei der ArrayList brauche ich das nicht. Die wird einfach sich selber darum kümmern, wie viel Speicher sie braucht. Wir werden uns gleich anschauen, wie das tatsächlich intern funktioniert, aber erstmal ist es für uns komfortabler. Jetzt baue ich mal einen String. String S ist gleich Inhalt 1. Und das füge ich jetzt mal in die Datenstrukturen ein. Bei meinem Array würde das so gehen, das wisst ihr ja noch, Liste doof. Da sage ich dann, in welchen Slot will ich es haben. In dem ersten, freien, das ist also Indexposition 0, ist gleich S. Also ich musste da immer angeben, in welcher Slotposition will ich es denn haben. Und bei der ArrayList, da sage ich Liste add in Klammern S. Ja, wir haben ja kennengelernt, die Methode add kommt aus dem Collection Interface. Das wird ja implementiert in der Datenstruktur ArrayList, deswegen kann ich diese Methode hier nutzen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte gerne an der Slotposition 0 diesen String reintun. Und dann habe ich im Grunde das gleiche Verhalten, wie ich das vom Array her kenne. Weil da haben wir ja auch gesagt, okay,
ich möchte ganz konkret eine Slot-Position angehen. Und jetzt wird also in meine Liste, die eine Instanz der Klasse ArrayList ist, der String an die nullte Position eingegeben. Also wir fangen ja auch wieder bei 0 an zu zählen als erster. Könnt ihr das eigentlich hinten lesen, was ich hier schreibe? Geht es? Auch ihr am Fenster? Ganz hinten? Kannst du es lesen? Okay. So, das heißt, ich habe jetzt, immer wenn ich ein Array brauche, kann ich die ArrayList nehmen. Die ist ein bisschen komfortabler, weil ich muss mich nicht mehr um irgendwelche Speichersachen kümmern. Deswegen löschen wir mal das Array hier raus. Und jetzt können wir mal unsere Liste füllen. Java ist mein erstes Element. Ist toll. Ich habe jetzt drei Elemente in meiner Liste drin. Und diese werden eben, weil wir das List-Interface implementieren, auch von der Reihenfolge nicht verändert. Also wenn wir die Elemente uns wieder ausgeben lassen würden, dann würde die Reihenfolge exakt die gleiche sein. Das wird uns ja garantiert, weil das List-Interface das garantiert. Und die Datenstruktur ArrayList implementiert dieses ja. Jetzt können wir uns das mal anschauen. Ich mache mal eine Vorschleife. Int i. Fängt von 0 an zu zählen. Geht so lange durch, wie ich Elemente drin habe und erhöht sich immer um 1. Und dann lasse ich mal an dem Eaton-Slot den Inhalt ausgeben von meiner Liste. Und wir wissen ja, dass wir in dem List-Interface die Methode get haben mit einer Indexposition und genau diese Indexposition übergebe ich hier mit meiner Laufvariable. Jetzt kann ich das mal ausführen. Und rauskommt, Java ist toll, in genau der Reihenfolge, wie ich es eingegeben habe. Und ihr seht, ich habe jetzt mal diese Vorschleife gebaut, so wie ich sie bauen würde, um ein Array auszulesen. Ihr seht auch, dass ich jetzt nicht noch eine weitere Variable brauche, die mir anzeigt, wie viel habe ich denn da schon reingetan. Denn bei einem Array würde ich sonst, wenn ich das nicht hätte, viele Null-Slots kriegen. Könnt ihr daran erinnern? Ja? Wir hatten ja nur die Length-Eigenschaft und die hat gesagt, wie viele Slots hat denn das Ding insgesamt, aber wir wussten niemals, wenn wir nicht selber eine Variable hatten, die uns das gezählt hat, wie viel waren jetzt schon von den Slots belegt. Und mit der Methode .size wird uns gesagt, wie viele sind denn drin? Ich muss nicht mehr mir darüber Gedanken machen, eine Variable selber anzulegen, die das zählt. Das macht die Datenstruktur ArrayList automatisch. Und jetzt zeige ich euch mal die Verwendung von dem Iterable Interface. Das Iterable Interface hat ja gesagt, dass man, wenn man dieses implementiert, ganz einfach auf die Elemente zugreifen kann. Und ihr werdet sehen, wir werden jetzt eine Vorschleife bauen, die gar keine Laufvariable mehr beinhaltet, weil es einfacher geht.
Also hier unten zeige ich jetzt mal wie die for each Vorschleife aussieht. Die for each Schleife kennt man in sehr vielen Programmiersprachen und die sieht folgendermaßen aus. Ich schreibe wieder vorhin String S Doppelpunkt Liste Syso S. Fertig. Das ist die for each Variante, die deswegen funktioniert, weil ich das Interface Iterable habe, was in Collection ja verwendet wird, als vererbt, was dadurch in List verwendet wird, weil es auch vererbt wird, und was dadurch implementiert wird in der Klasse ArrayList. Und wir sehen, da brauchen wir gar keine Laufvariable mehr. Es wird folgendermaßen vorgegangen: Bei jedem Schleifendurchlauf wird in die lokale Variable S ein Element aus der Datenstruktur abgelegt. Und wenn die Schleife in dem Body einmal durchgelaufen ist, dann wird die nächste dort abgelegt. Und auch hier wird wieder die Reihenfolge gewährt. Ich kann also hier sehen, dass auch wieder Java ist toll rauskommt in der Reihenfolge der eingegebenen Elemente. Also wann immer wir demnächst eine Datenstruktur brauchen, wo wir irgendwas abspeichern, zum Beispiel Druckaufträge, Amazon-Pakete, Strings, Integers, Koordinaten, was auch immer, dann nehmen wir das ArrayList als Datenstruktur, müssen uns nicht über die Größe Gedanken machen und können mithilfe der forEach-Schleife, ohne eine Laufvariable benutzen zu müssen, auf die Elemente zugreifen und sie einfach mal komplett anzeigen oder verarbeiten oder was auch immer wir damit machen wollen. Ja, es ist also viel komfortabler, als wir es gewohnt waren vom Array. Okay, jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also interner Aufbau der ArrayList. Schauen wir uns mal an, was da tatsächlich gemacht wird. Im Konstruktor wird das heute etwas lang gezogen. Im Konstruktor wird ein Array erstellt. Also wenn der Konstruktor von ArrayList aufgerufen wird, dann wird ein Array erstellt. Mit einer Standardgröße, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, man hat am Anfang 50 Slots oder so. Und diese 50 Slots die werden einfach mal da reingehämmert. Sie werden allerdings nicht gefüllt, weil wir noch im Konstruktor sind. Wenn jetzt jemand Objekte einfügt, ja, also ich erstelle hier mal ein Objekt und mit der Methode add, das ist so eine Art Schleuse,
Mit der Methode add übergebe ich dieses Objekt an meine Datenstruktur ArrayList. Dann wird dieses Objekt in dem internen gespeicherten Array angelegt. Aber nach außen bleibt das komplett verborgen. Ich sehe also nicht, dass intern ein Array benutzt wird. Das sehe ich nicht. Und die Datenstruktur ArrayList, die hat also diese komfortablen Methoden wie add, remove, contains und verwaltet aber intern ein Array. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt komplett schon mal 50 Elemente eingefügt in unsere ArrayList. Und die wurde ja anfangs mal mit 50 freien Slots implementiert. Dann wird beim 51. Objekt was gemacht, was meint ihr? Ja? Neues Array erstellt wird mit einer 100 oder sowas und das alte dann übertragen. Genau so sieht es aus. Sobald hier das 51. Objekt reinkommt und nicht mehr reinpassen würde, wird Folgendes gemacht. Es wird ein neues Objekt, ein neues Array erstellt mit der doppelten Größe. Alle bereits in dem alten Array vorhandenen Objekte werden da rein kopiert und dann wird das neue Element noch angelegt und das alte Array, das wird dann irgendwann vom Speicher entfernt. Und das alles, diese ganze Logik, die bleibt vor uns verborgen, ne? Weil wir nutzen die ArrayList und die organisiert das alles. Deswegen ist sie für uns komfortabler. Aber intern nutzt sie natürlich die Grundstrukturen, die man halt in Java hat, und das ist normal, das Array.